Ja, Dr. Simone Stolz, ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, seit mehreren Jahren jetzt Chefärztin an der Kinderklinik in Cottbus und spezialisiert zusätzlich auf Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes bei Kindern jeden Alters, auf Stoffwechselerkrankungen und im Bereich der Palliativmedizin tätig. Wir sind hier in der größten Kinderklinik in Brandenburg. Das heißt, wir haben 82 Betten, davon 5 Betten in der Tagesklinik und natürlich eine große Patientenzahl. Das sind um die 3000 stationäre Patienten, die wir in jedem Jahr betreuen und zusätzlich 5000 ambulante Patienten. Das sind Patienten in der Notaufnahme und Patienten auch in unseren Spezialsprechstunden. Zuständig dafür sind um die 20 Ärzte, 80 Kinderkrankenschwestern und im Team auch noch 2 Psychologinnen und eine Ernährungsberaterin. Die Klinik zeichnet sich eigentlich schon immer durch eine Teamarbeit und enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen aus. Was uns noch auszeichnet, ist eine Neonatologie der Stufe Level 1. Das ist die höchste Versorgungsstufe in Deutschland, wo also Kinder auch mit einem Gewicht unter 1000 Gramm betreut werden können. Als ich angefangen habe, das war 1988, hatten wir noch unheimlich viele schwere bakterielle Infektionen. Die Kinder waren oft ganz lange im Krankenhaus, bis zu 17 Tagen durchschnittlich war das noch in den 80er Jahren. Heute sind das durchschnittlich 4 Tage. Diese schweren bakteriellen Infektionen gibt es nahezu nicht mehr durch Impfungen, durch Antibiotikatherapie. Es gibt noch die Virusinfektionen, die uns auch genug Sorge machen. Aber ansonsten haben wir einen Zuwachs an vielen chronischen Erkrankungen. Wir betreuen also mehr Kinder mit Erkrankungen aus der Rheumatologie, aus dem Magen-Darm-Bereich, aus der Neuropädiatrie, also Epilepsie-Patienten, Patienten mit Krebserkrankungen, also chronisch kranke Patienten. Also fachlich hat sich viel geändert, aber es hat sich natürlich auch der Alltag der Kinder auf Stationen geändert. Also Besuchszeiten Mittwoch und Sonntag sind passé. Bei uns sind die Eltern nahezu rund um die Uhr bei ihren Kindern. Wir sind da auch sehr froh drüber. Wir haben das McDonald's-Haus, das uns zusätzlich dabei unterstützt. Und die Kinder gehen frühzeitig nach Hause, weil man einfach die Kompetenz der Eltern, die man früher oft unterschätzt hat, da sind die Kinder wirklich erst nach Hause gegangen, wenn sie ganz gesund waren, wirklich mehr beachten muss. Sie gehen frühzeitig nach Hause. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinderärzten, sodass sich auch da vieles getan hat. Wir werden uns mehr spezialisieren und damit wird sicher auch die Vernetzung der einzelnen Kinderkliniken zunehmen, was jetzt auch in der Modellregion Lausitz sicher ein Thema sein wird. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich denke, wir werden auch viel mehr Kinder ambulant betreuen, auch wenn wir sagen, wir sind eigentlich eine Kinderklinik, was ja immer implementiert, wir sind stationär, aber der Ambulanzbereich wird weiter ausgebaut werden. Ich wünsche mir den Mitarbeitern, dass wir weiter unter dem Dach der Universitätsmedizin unsere kleinen Patienten umfassend betreuen können, durch ausreichend Pflegepersonal, durch spezialisierte Ärzte, durch die neueste Technik. Und auch ausreichend Zeit. Und das ist so meine Hoffnung, dass durch die Digitalisierung wir entlastet werden von administrativen Aufgaben und einfach mehr Zeit haben für unsere Patienten. Also wir freuen uns darauf, dass sicher durch die Universitätsmedizin wir viele neue Kollegen im Team begrüßen werden. Wir haben das jetzt schon. Wir haben neue Kinderkrankenschwestern und wir haben viele junge Ärzte, die von vornherein auch großes Interesse haben an der Spezialisierung und auch ganz wichtig für eine Universitätsklinik an der Wissenschaft.